Hey, Jill hier wieder. Wenn du als Selbstständiger oder auch Unternehmer bis jetzt noch nicht Online-Marketing für dein Geschäft nutzt, dann kann ich dir sagen, hast du erhebliche Opportunitätskosten. Und Opportunitätskosten sind entgangene Winne, die du nicht hast, weil du eine gewisse Handlung unterlässt. Bedeutet, ich kann dir sagen, du hast definitiv in deinem Unternehmen entgangene Gewinne, weil du Online-Marketing noch nicht für dein Geschäft nutzt. Und als Unternehmer ist es wichtig, sich jede Chance einmal anzuschauen und zu überlegen, ob das etwas ist, was dein Unternehmen oder auch dein Geschäft zum Wachsen bringt. Und deswegen solltest du dich definitiv auch mal mit dem Themenbereich Online-Marketing bzw. Online-Kundengewinnung auseinandersetzen, weil dir es enormes Potenzial bietet, um Online-Kunden zu gewinnen. Und zwar, Opportunitätskosten sind wie gesagt entgangene Gewinne, die du hast, weil du gewisse Aktivitäten noch nicht getan hast. Und wenn du jetzt einmal für dich persönlich überlegst, hättest du vor 1 oder 2 Jahren schon mit Online-Marketing angefangen, was hättest du dann jetzt schon für Gewinne haben können? Oder wie viele Kunden, Zahl X beispielsweise, hättest du bis dato heute gewinnen können? Und das Wichtigste ist, wie viele Kunden kannst du jetzt zukünftig dadurch noch gewinnen, indem du dich mit dem Thema Online-Neukundengewinnung über Social Media beschäftigst? Nehmen wir mal mein Unternehmen als Beispiel. Ich helfe Selbstständigen und Unternehmern seit mehr als 1,5 Jahren dabei, sich online als Social Media zu positionieren und auch darüber Kunden zu gewinnen. Ich investiere beispielsweise jeden Monat zwischen 10.000 bis 20.000 Euro in digitale Werbeanzeigen und gewinne ausschließlich meine Kunden über diesen Weg. Heißt, ich habe innerhalb der letzten Monate, sagen wir mal innerhalb der letzten 12 Monate, im Durchschnitt 10.000 bis 15.000 Euro in digitale Strategien investiert. Unterm Strich habe ich dadurch innerhalb der letzten 12 Monate jedoch über 1 Million Euro Umsatz gemacht. Bedeutet, ich habe es geschafft, mit dem, was ich investiert habe in digitale Strategien, das Ganze mehr als zu verfünffachen. Und das ist auch nicht nur für mein Geschäft möglich, sondern es ist auch für dein Geschäft möglich. Egal, ob die Dienstleistung, die du erbringst, beispielsweise physisch ist oder nicht. Es ist möglich, Aufträge online reinzuholen, Interessenten online zu gewinnen, zu beraten und auch abzuschließen, auch wenn du deine Dienstleistung dann physisch erbringst. Die meisten wissen aber noch nicht, wie das Ganze geht. Und dafür gibt es natürlich Menschen wie ich, die dir dabei helfen, das Geschäft online sichtbar zu machen und auch zu digitalisieren. Wichtig für dich ist aber vielmehr, dass dir klar wird, dass du in diesem Moment Opportunitätskosten hast. Und noch viel schlimmer, wenn du nicht Online-Marketing für dein Geschäft nutzt, dann wird die Konkurrenz, die du hast, an dir vorbeirasen, weil sie auf den Zug der Digitalisierung aufspringt und die Digitalstrategien für sich persönlich nutzt. Deswegen, wer nicht mit der Zeit geht und muss irgendwann mit der Zeit gehen, und so soll es für dein Geschäft bzw. dein Unternehmen nicht sein. Deswegen hör auf, Opportunitätskosten zu haben, weil du kannst Online-Kunden gewinnen. Wenn ich das kann, dann kannst du das mit deinem Geschäft auch. Und ich habe über 220 Dienstleistern innerhalb der letzten 12 Monate gezeigt, wie sie sich online als Experte positionieren und Kunden gewinnen. Und ich habe hier Kunden dabei, die konnten ihre Umsätze verdreifachen, vervierfachen. Und jetzt überleg mal, was das für dein Geschäft bedeuten kann, wenn du das auch schon verdoppeln kannst, sage ich mal, oder einen kleinen Prozentsatz mehr dadurch bekommst. Das ist erheblich für dein Geschäft. Und deswegen solltest du dich zumindest mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen, was das für dich persönlich für dein Geschäft bedeutet. Bedeutet also, wenn du erfahren möchtest, wie du Online-Kunden gewinnen kannst, zukünftig keine Opportunitätskosten mehr hast und wie Online-Marketing für dein Geschäft aussehen kann, dann buch dir gerne dein kostenfreies Erstgespräch auf www.langwurst-küster.de. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann lass unten gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wenn du auch zukünftig mehr über Online-Kundengewinnung, Mitarbeitergewinnung, Social-Media-Marketing, Verkaufsstrategien und vieles mehr lernen möchtest, abonniere jetzt meinen Kanal und vergiss...